Moin, meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde unlogische Dinge in Dragon Ball. Das Format, das, ja, mit am beliebtesten auf meinem Kanal ist. Wie immer natürlich am Anfang, ich gehe nach dem Anime, nicht dem Manga. Ich werde hier pingelig sein, weil es halt so ein unlogische Dinge in Video für mich einfach dazugehört. Und nehmt es bitte nicht zu ernst, es ist immer noch Unterhaltung. Ich hasse Dragon Ball Z nicht, Dragon Ball Classic hasse ich auch nicht, Dragon Ball GT hasse ich auch nicht. Ich liebe diese drei Animes einfach. Es gibt natürlich noch einen anderen, aber wir wollen hier bei guten Animes bleiben und nicht bei absolut schlecht natürlich. Dann kommen wir mal zur ersten Sache. Diese Sache ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als ich Bilder für den Kaioshin rausgesucht habe. Also für das letzte unlogische Dinge im Video. Hierbei geht es um den Kampf Videl gegen Spopovic, der ja wirklich mit einer der brutalsten Kämpfe in ganz Dragon Ball Z ist. In diesem Kampf hat Videl ja unglaublich viel eingesteckt und wurde dann auf die Krankenstation gebracht. Um sie schnell wieder gesund zu kriegen, sind die magischen Bohnen ja sehr, sehr praktisch und Son Goku wollte magische Bohnen holen, was er natürlich auch getan hat. Nachdem er die magischen Bohnen erhalten hat, hat er sich auch gleich zurückteleportiert. Hat er nicht. Anstatt sich gleich sofort zurück zu teleportieren, um Videl von ihren Schmerzen zu erlösen, hat Son Goku erstmal was anderes im Sinn. Und zwar, er schlägt sich bei Meister Quitte erstmal fett den Bauch voll. Wo war dort jetzt die Aussage, die in Dragon Ball Classic gemacht wurde, dass Son Goku die Reinheit eines neugeborenen Babys hat? Wo? Ach, ich könnte mich zurückteleportieren und gleich sofort ihm den magischen Bohnen geben. Aber nein, ich will erstmal eine Runde futtern. Dort hatte Son Goku fast, aber auch nur fast so wenig Intelligenz wie in Dragon Ball Super, der Son Goku. Dass Son Goku Hunger hat, okay, so kennt man ihn. Aber warum hat er sich nicht erst zurück zu Son Gohan teleportiert und dann wieder zurück zu Meister Quitte und dann zu futtern? Das ist doch keine Arbeit von 20 Sekunden, sich ganz kurz mal zurück zu teleportieren. Da kriegt man so heftige Flashbacks von den verunstalteten Dragon Ball Super Son Goku, der komplett versaut wurde. Naja, okay, wie eigentlich jeder Charakter in Dragon Ball Super. Ach, das Dragon Ball Super Bashing, das habt ihr vermisst. Oder, ach, ich auch. In dem Moment tat mir die arme Videl echt leid. Sie musste einfach mehr leiden, weil Son Goku einfach Hunger hatte. Dann kommen wir auch zur zweiten Sache. Aber vorher, über einen Daumen nach oben bei dem Video würde ich mich sehr freuen. Das unterstützt mich, den Kanal und das Video. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch gerne. Bei der zweiten Sache kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo Cell ungefähr 10.000 Cheeseburgers gegessen hat und, ein bisschen dick geworden ist. Bevor Cell sich selbst zerstört hat, ist Son Goku gekommen und hat sich mit ihm zu Meister Kaio teleportiert. Und bei Meister Kaio ist dann der 10.000 Cheeseburger Fett-Cell dann explodiert. Nach der Explosion gibt es zwei unlogische Sachen. Die erste ist, dass Son Goku und Meister Kaio dann nicht bei dem Herr der Unterwelt sind. Nein, die beide sind immer noch, wie man auch sieht, beim Schlangenpfad. Und Cell müsste ja eigentlich bei dem Punkt noch sein, wo Meister Kaios Planeten davor war. Nachdem Cell sich regeneriert hat, war er ja wieder in seiner perfekten Form. Oder besser gesagt, seiner super perfekten Form, was halt der Super Saiyajin 2 war. Meister Kaio merkt ja an, dass Cell nicht bei ihm ist, was er ja eigentlich sein müsste. Und Son Goku kann das nicht wirklich fassen und genau das ist ja auch die unlogische Stelle. Son Goku und Meister Kaio sind ja noch beim Schlangenpfad, das heißt, sie sind nicht 1 Million Kilometer von Meister Kaios zerstörten Planeten weg. Sie sind vielleicht 50.000 oder 100.000 Kilometer von Meister Kaios zerstörten Planeten ungefähr entfernt. Aber warum hat Son Goku die Energie von Super Perfect Cell überhaupt gar nicht gespürt? Son Goku hätte Cell seine Energie doch gleich spüren müssen. Ich meine, Son Goku kann sich doch von der Erde aus auch zu Meister Kaio teleportieren. Was heißt, dass Son Goku von der Erde aus Meister Kaios Energie auch spürt? Und Meister Kaios Energie ist natürlich sehr viel weniger als von Super Perfect Cell. Es hätte eigentlich so sein müssen, als Cell sich regeneriert hat, dass Son Goku seine Energie gleich sofort spürt. Genauso auch die Z-Kämpfer auf der Erde, die hätten doch seine Energie auch spüren müssen, aber sie haben sie erst gespürt, als Cell sich zurück zur Erde teleportiert hat. Ja, manchmal ist es so, mal so mit den Energien spüren. Mal kann man eine Energie spüren und dann mal wieder nicht. Dann kommen wir auch zur dritten Sache. Dieses Mal geht es um den Vater von den gelben Schrumpelklos, Bibidi. Bibidi hat ja den Dämon Buu erschaffen, beziehungsweise Kid Buu. Und nein, ich gehe ja nicht nach diesem neuen Blödsinn, dass Kid Buu seit Anbeginn der Zeit existiert hat. Mit Kid Buu an seiner Seite hat er ja ein paar Planeten angegriffen und dann die Kaioshins. Bibidis Hauptziel waren ja die Kaioshins, aber warum eigentlich überhaupt? Das wurde nie erklärt. Bibidis Ziel war ja halt, die Kaioshins zu vernichten, aber es wurde halt nie ein Grund genannt, warum er die vernichten will. War Bibidi vielleicht sauer, weil er nie auf ein Kaffeekränzchen eingeladen wurde? Oder hat ihn einer von den Kaioshins grüner Schrumpelklos genannt? Was war der Grund? Was war seine Intention? Warum hat er die Kaioshins angegriffen? Es wurde nie gesagt. Wusste Bibidi vielleicht, wenn er die Kaioshins tötet, dass auch der Gott der Zerstörung automatisch mitstirbt? Das kann halt nicht wirklich sein, weil das war zu einer schönen Zeit, wo dieser Dragon Ball Super Abfall noch nicht existiert hat. Ach, ich vermisse diese Zeit, wo es Dragon Ball Super die Beleidigung für ganz Dragon Ball einfach noch nicht gab. Ach ja, und heutzutage gibt es diesen Mist einfach. Okay, aber ich schweife hier vom Thema ab. Grüner Schrumpelklos oder gelber Schrumpelklos, sagt mir, was
was waren eure Gründe? Ach, das werden wir wohl niemals erfahren. Kommen wir daher zur letzten Sache mal wieder. Auch hier geht es wieder um Cell. Son Goku hat ja Tenshinhan und Piccolo mit seiner Teleportation vor Cell gerettet. Und Cell wundert sich daraufhin, was das für eine Technik ist. Er kennt die halt einfach gar nicht. Aber warum? Es gibt doch diese kleinen Mini-Roboter. Eigentlich müsste er die Technik kennen und selbst beherrschen. Man könnte ja jetzt sagen, dass Cell keine Zellen von denen Son Goku hatte, der die Teleportation konnte. Aber das kann man halt wiederum auch gar nicht sagen, weil dann hätte er auch keine Super Saiyajin-Zellen. Aber das ist ja noch nicht alles. Nach seiner Selbstzerstörung beherrscht er die Teleportation selbst. Und warum eigentlich überhaupt? Die Daten dazu hat er doch überhaupt gar nicht. Und wenn er sie gelernt hat, weil er sie bei Son Goku gesehen hat, dann hätte er sie doch eigentlich in der zweiten Form schon denn beherrschen müssen. Klar, es musste natürlich für Cell einen Weg zurück zur Erde geben, aber trotzdem ist es halt unlogisch, dass er einfach so random die Teleportation konnte, obwohl er die Daten dazu eigentlich gar nicht hat. Tja, Cell ist halt einfach mit den Zellen von Son Goku gesegnet. Vielleicht ist das halt einfach der Grund. Oder die zweite wahrscheinlichere Möglichkeit, es war unlogisch. Und das wären auch mal wieder alle vier Sachen für das Video. Wenn ihr noch weitere unlogische Dinge habt, dann schreibt mir die unbedingt in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich, wie gesagt, über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch gerne. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!